Zuschauer. Wir sind hier am Reloop-Stand und ich freue mich hier zu sein, denn Reloop hat immer so für jede Preisklasse und für jede Anwendung immer so die richtigen Produkte. Und Boris, ihr habt jetzt was Neues auf den Markt gebracht, ein neues Modell von Controllern. Richtig, genau. Wir stehen hier vor dem Socky 3 in der Master Edition. Ist unser neuer Controller, der sowohl als Mischpult benutzt werden kann für externe Quellen wie CD-Player oder Plattenspieler oder halt auch als Traktor-Controller. Und er ist auch schon Traktor 2 ready. Was das ist, zeige ich euch jetzt gleich. Am besten schauen wir uns das Layout mal von diesem Gerät an. Wir haben halt zwei sehr große Jogwheels, mit denen sich eigentlich alles bedienen lässt, was die Transportsektion so bietet. Dabei ist eigentlich darauf hinzuweisen, dass es eins der präzisesten Jogwheels ist, die im Moment auf dem Markt sind, mit einer Auflösung von 4096 Steps per Rotation, so nennt man das. Also egal, was du mit dem Jogwheel machst, du bist extrem präzise in dem, was du damit machst, ob es jetzt Stretching ist oder Pitchbenden oder im Track rumsuchen. Wir haben auch eine Funktion integriert, die eigentlich speziell für Faktor 2 entwickelt wurde. Das sind die Sample Decks. Ich habe also die Möglichkeit, on the fly einen Remix zu gestalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Loop reinsetze, auf Deck C werden jetzt diese vier Sample Decks angesteuert. Erstmal lösche ich mir meine Samples da raus und sage dann, okay, pack mir doch mal den Loop jetzt in das erste Sample Deck rein. Ich fade jetzt den Fader in A runter, wir hören nichts. Ich packe ihn in C wieder hoch und aktiviere dort den Loop. Habe also die Möglichkeit, in dem Sample selbst noch Hand anzulegen. Ich kann also Filter aktivieren oder per Shift-Funktion Lautstärke aktivieren. Und ich habe die Möglichkeit, selbst in diesen Decks zu scratchen. Okay. Also ich könnte Vocals rausschneiden aus Tracks und kann sie dann auch hiermit dann bearbeiten, verbremsen, wie es gerade okay. Also all das, was eigentlich ein Controller können soll, dass man alle Parameter verändern kann, ist hiermit möglich. Ist denn das Gerät schon lieferbar? Das Gerät ist noch nicht lieferbar, es dürfte Mitte dieses Jahres lieferbar sein. Okay, gibt es schon einen Preispunkt dafür? Preispunkt? Ungefähr? Ungefähr, ich glaube, liegt bei 500, 600 Euro. Okay, alle präziseren Informationen, wie immer bei uns auf der Internetseite unter musicstore.de.